Mann, Emily, ich will doch mit dir zusammenziehen. Aber die einzige Wohnung, die wir kriegen können, passt dir nicht. Was soll ich denn tun? Vielleicht mal deinen Vater fragen, ob er uns doch die Bürgschaft gibt. Damit haben wir tausendmal bessere Chancen. Hab ich schon. Er hat Nein gesagt. Was ist mit deiner Mutter? Die kommt doch auch bald wieder. Für die kriege ich aber sowieso nichts auf die Reihe. Ich verstehe nicht, warum die alle so bescheuert sind und uns dann dauernd reinreden. Keine Ahnung, ich will nur noch weg von diesen ganzen Arschgeigen. Hey. Ich weiß, dass es nicht gerade eine Luxushütte ist, aber wir können doch von da weitersuchen. Ich habe halt keinen Bock, den ganzen Winter da zu hocken. Die Kohlen trag ich. Weißt du, was das für einen Dreck macht? Ich weiß, aber ohne Bürgschaft ist es unsere einzige Chance. Ja, okay, ich kann sie mir ja nochmal angucken. Vielleicht ist sie ja total toll und ich hab's übersehen. Danke. Du sollst mich nie wieder anfassen! Jenny, bist du bescheuert? Hör auf! Nicht so, als ob ich dich vergewaltigen wollte. Lass deine Finger von mir. Ach, auf einmal. Als ob das mal alles nur von mir ausgegangen wäre. Freust du dich schon so auf die Wohnung? Ja, komm. Was heißt das? Gestern warst du ja nicht so begeistert. Ich dachte, die Sache ist erledigt. Naja, manchmal, da sieht man das auf den zweiten Blick, dass es doch eigentlich ganz okay ist. Echt, also. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd. Naja, und der Ofen, ich meine, das hat doch was Romantisches. Ist fast wie ein Kamin. Und ansonsten, ich würde sagen, wir nehmen die Wohnung. Ja. Naja, eigentlich habe ich nicht mehr mit euch gerechnet. Und deswegen habe ich mich nochmal umgehört und jetzt gibt's noch einen Interessenten. Licht funktioniert auch. Ich nehme die Bude. Raimann? Lenny hat doch gestern nicht gesagt, dass er die Wohnung nicht will. Aber du. Das habe ich dir doch schon erklärt. Außerdem hast du Lenny zuerst gefragt und er hat nicht abgesagt. Da kannst du die Wohnung nicht einfach einem anderen geben. Der ist jetzt ein bisschen blöd. Ach bitte, Nils. Ich meine, wir sind zu zweit. Wir kriegen die Miete ja wohl einfacher zusammen. Langsam habe ich echt die Schnauze voll. Egal, wo ich hingehe, du tauchst auf. Mach dich mal locker. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ach ja? Und wenn, dann wäre es mir auch scheißegal gewesen. Ja? Ja. Du leidest echt unter Verfolgungswahn. Mit Recht. Jetzt willst du mir schon die Wohnung wegschnappen. Vergiss es. Lenny? Sorry, wir waren zuerst hier. Such dir was anderes. Das ist jetzt echt blöd, aber wer zuerst kommt, wir sind nur noch hier, um die Sache klar zu machen. Du hast gesagt, die Wohnung ist noch frei? Ja, schon. Ihr habt abgesagt. Gestern. Na, dann ist doch alles klar. Ich nehme sie. Deal. Ja, ich muss jetzt auch los. Wegen zur Arbeit. Das Formelle machen wir später. Ciao. Wenn du bescheuert gewesen wärst, dann hätten wir jetzt eine Wohnung. Vergiss es. Vielleicht finden wir eine bessere. Klar, vielleicht finden wir auch gar keine. Ohne Bürgschaft, ohne Einkommen, ohne nix. Tja. Frag doch noch mal Raimann. Ich meine, erklär ihm die Situation und erkenne, dass wir gar keine andere Chance haben. Er wird schon verstehen, er ist dein Kumpel. Vergiss es. Du hast doch gesehen, wie viel Verständnis er hat. Gut, dann rede ich mit ihm. Nein! Was denn? Nein, du redest nicht mit ihm. Ich mach das. Ist schließlich mein Kumpel. Bitte?
Wir müssen wegen der Wohnung reden. Da ist doch alles klar. Emily und ich waren aber zuerst da. Und offensichtlich wollte Emily die Wohnung nicht haben. Das ist alles blöd gelaufen, aber wir brauchen die Wohnung wirklich dringend. Wir kriegen sonst nichts anderes. Bitte. Auch wenn sie am Arsch vorbeigeht. Aber ich bin zu Hause rausgeflogen und brauche die Hütte genauso. Aber du bist mir noch was schuldig. Bitte? Langsam reicht's, Alter. Ständig machst du mich dämlich an. Bei den Jungs hast du mich auch schon rausgedrängt. Ich hab da einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Lass du mich in Ruhe, okay? Du bist komplett hysterisch. Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum du ständig an die Decke gehst, sobald ich irgendwo auftauche? Was interessiert dich denn eigentlich, ob ich mit Dominik ein Bier im Mauerwerk trinke oder ob ich hier arbeite oder über die Straße gehe? Das interessiert mich nicht. Schon klar. Weißt du was? Hör einfach auf, dir irgendeine Scheiße einzubilden, okay? Wie du meinst. Dann renn doch weg, verzieh dich. Weißt du was? Nimm die Bude und werd dort glücklich mit deiner Alibi-Freundin. Moment mal. Was heißt die Alibi-Freundin?